Düsseldorfer Flughafen. Wir fliegen heute, ach so, übrigens, frohes neues Jahr, 2. Januar heute. Und wir fliegen nach Mallorca. Ja, mir geht es schon ein bisschen besser, aber irgendwie habe ich immer noch ein bisschen, bin verschleimt und sowas. Ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen besser. Und ja, das soll, ist zwar jetzt nicht so das Urlaubsziel, wo es wirklich jetzt warm ist, aber da soll irgendwie 20 Grad sein, die Sonne scheint und das reicht uns eigentlich. Und es ist natürlich die schönste Insel der Welt. Das Wetter ist hier so schlecht, es wird auf jeden Fall besser gleich. Heute gibt es Cracker oder sowas Süßes halt. Wir haben mittlerweile unser kleines Mietauto. Das ist ein Twingo, sieht total süß aus. Das ist er. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg in die Unterkunft. Also hier ist es ein bisschen bewölkt zwar, aber 23 Grad, total warm und es riecht so mega toll nach Frühling. Über den Kreisverkehr. Ja, das war das Navi. Und die Sonne scheint ein bisschen. Also es ist echt schön. Es ist viel, viel schöner als zu Hause. Wir sind hier angekommen in so einem kleinen Apartment in Sacoma. Es ist total süß und total hübsch eingerichtet. Und guck mal, was wir sogar bekommen haben. Zitronen frisch vom Baum gepflückt. Ist das nicht krass? Ist das nicht cool? Oh mein Gott, ich freue mich so sehr darüber. Und Äpfelchen, bisschen Obst zur Begrüßung. Und ein Sektchen noch und ja, ich kann euch ein bisschen mal was zeigen. Also hier ist halt so eine kleine Küche. Dann ein kleines, total süß eingerichtetes Badezimmer. Total niedlich. Dann ein Wohnzimmer mit so einer, und einem Fernseher. Und dann geht es hier auch rüber in das Schlafzimmer. Auch total süß eingerichtet, mit rosanen Kissen und rosaner Bettwäsche. Das ist genau das Richtige für mich auf jeden Fall. Ja, und dann hier nochmal so ein Spiegel. Und ja, das ist das kleine Apartment. Draußen gibt es dann nochmal so ein bisschen so eine Sitzgruppe. Und es ist grün und das Coolste daran ist, ich habe wirklich einen Pullover und es ist total warm. Es ist wirklich warm, so eine leichte Brise. Leider scheint nicht die Sonne, ist ein bisschen bewölkt, aber es ist wirklich warm und es riecht so mega toll nach Frühling. Es ist der 2.1.2016, das muss man sich mal überlegen und es riecht nach Frühling. Sehr gut, Daumen hoch.